Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 7, Entschließung zur Stärkung des Zivil- und Katastrophenschutzes durch den Bund, Antrag des Landes Sachsen-Anhalt, dem Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Schleswig-Holstein beigetreten sind. Es liegen zwei Wortmeldungen vor. Es beginnt Herr Minister Strobel aus Baden-Württemberg. Vielen Dank, Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Wir haben es nicht mit einer Krise zu tun. Corona, Klimawandel, Krieg. Die 20er Jahre beginnen als Krisenjahrzehnt. Die Corona-Pandemie, eine nie dagewesene Bewährungsprobe für unser Gesundheitssystem, für unseren Bevölkerungsschutz, für das ganze Gemeinwesen. Die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, ein schrecklicher Vorbote immer größerer Extremwetter. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, der zynische Bruch der Friedensordnung in Europa vor unserer Haustüre. Der Bundeskanzler hat dafür die richtigen Worte gefunden. Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents, hat er richtigerweise gesagt. Ja, das ist eine Zeitenwende. Freilich, Worte reichen nicht aus. Der Feststellung einer Zeitenwende müssen auch Taten folgen. Schauen wir uns an, was der Bund im Bereich des Zivilschutzes derzeit in seinen aktuellen Haushaltsberatungen macht. Die Landesinnenminister aus unterschiedlichen Parteien hatten mit Bundesinnenministerin Faeser auf 10 Milliarden zusätzlich für den Zivilschutz sich verständigt. Parteiübergreifend, einstimmig. Das war ein starkes Zeichen für den Bevölkerungsschutz. Das war im Übrigen eine klare Verabredung. Doch was ist nun? Es gibt nicht mehr, sondern weniger Geld vom Bund. Ist das die versprochene Zeitenwende? Bei der Flutkatastrophe im vergangenen Jahr haben wir Länder uns selbstverständlich gegenseitig unterstützt. Wir aus Baden-Württemberg waren vor allem in unserem Nachbarland Rheinland-Pfalz im Einsatz. Wer diese Zerstörungen gesehen hat, der weiß, so können wir nicht weitermachen. Wir müssen in den Zivil- und Katastrophenschutz deutlich mehr investieren. Darüber sind sich im Übrigen alle, die etwas davon verstehen, auch einig. Nur in der Bundesregierung scheint es sich noch nicht herumgesprochen zu haben. Natürlich, Katastrophenschutz ist Sache der Länder. Hierfür tragen wir Länder die Verantwortung und deswegen bringen wir auch die nötigen Mittel auf. Baden-Württemberg beispielsweise hat bereits im Jahr 2022, im laufenden Jahr, die Mittel für den Katzschutz erhöht. Und wir werden das auch im nächsten Doppelhaushalt für die Jahre 23 und 24 weitermachen. Aufwachsende Mittel. Bisher haben wir Länder und der Bund ein kooperatives Miteinander gepflegt. Nun droht das auseinanderzulaufen, wenn der Bund seine Verantwortung nicht mehr wahrnimmt. Und genau das macht der Bund nun mit den Kürzungen der sogenannten ergänzenden Ausstattung für den Zivilschutz. Beispiel: Beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe und beim Technischen Hilfswerk kommt es zu Ausgabenkürzungen bis zu 40%. Das ist wirklich ein ganz, ganz schlechtes Signal für Tausende von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, etwa beim THW. Und die Sirenenförderprogramme sind dreifach überzeichnet, weil der Bund keine ausreichenden Fördermittel zur Verfügung stellt und auch im nächsten Jahr nicht zur Verfügung stellen möchte. Erinnern Sie sich noch an die Sonntagsreden nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen? Und wenn ich mit Ehrenamtlichen bei mir im Land zusammenkomme, geht es meist um einen überalterten Fuhrpark. Überraschung, meist handelt es sich dann um Bundesfahrzeuge. Genau wie die Bundeswehr braucht der Zivil- und Katastrophenschutz Fahrzeuge, die fahren, und Boote, die schwimmen.
Eine Kürzung der Mittel, egal aus welchem Grund, ist der falsche Weg. Der Bund ist hier auf dem Irrweg. Es ist wie auf der Autobahn. Wenn dir auf einmal alle entgegenkommen, musst du überprüfen, ob die Richtung noch stimmt. Die Stärkung der äußeren Sicherheit, die 100 Milliarden für unsere Bundeswehr, sie sind uneingeschränkt richtig und wichtig. Äußere Sicherheit funktioniert jedoch nicht ohne innere Sicherheit. Wenn wir unsere Verteidigungsfähigkeit richtigerweise stärken, gehört die zivile Verteidigung, also der Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger, der Bevölkerungsschutz, zwingend mit dazu. Und für den Zivilschutz trägt ganz unstreitig und klar der Bund die Verantwortung. Und wie nimmt die Ampelregierung diese Verantwortung wahr? Nicht mehr, sondern weniger Geld. Ist das die versprochene Zeitenwende? Passt das wirklich zu den Sonntagsreden nach den Flutkatastrophen im vergangenen Jahr? Lassen Sie es mich noch einmal zusammenfassend sagen. Die Kürzungen bei der inneren Sicherheit auf Bundesebene sind absolut unverantwortlich. Das ist das Gegenteil von dem, was wir im Bereich innere Sicherheit brauchen, gerade in diesen Zeiten. Wir dürfen nicht an der Sicherheitsarchitektur unseres Landes sparen. Und insbesondere die geplanten Kürzungen der Ampelregierung sind für den Katastrophenschutz eine Katastrophe. Es bleibt zu hoffen, dass die Zeitenwende keine leere Phrase bleibt, sondern ihr tatsächlich konkrete Taten folgen. Die Menschen in unserem Land, insbesondere 100.000 von Ehrenamtlichen im Bevölkerungsschutz, warten darauf. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Minister. Als nächster spricht zu uns der parlamentarische Staatssekretär Özdemir aus dem Bundesministerium des Innern und für Heimat. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass wir den Tagesordnungspunkt hier debattieren, denn er gibt uns nochmal die Gelegenheit, einige Dinge auch richtig und auch nochmal sachlich einzuordnen. Angesichts der vielfältigen Krisen und Herausforderungen in der jüngeren Vergangenheit, wie die Corona-Pandemie und der Starkregenereignis in 2021 sowie dem Krieg in der Ukraine, kann und muss auch im Bevölkerungsschutz von einer Zeitenwende gesprochen werden. Wir brauchen ein besser auf Krisen vorbereitetes, ein krisenfesteres Deutschland. Ziel unserer Politik ist es daher, Resilienz als gesamtstaatliche und gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu stärken. Ich freue mich, sagen zu können, Bund und Länder verfolgen das gleiche Ziel und arbeiten intensiv an der gemeinsamen Stärkung des Bevölkerungsschutzes. Wir trauen uns erstmal auf den Weg, und auch das ist hier gerade angesprochen worden, des kooperativen Föderalismus. Die Innenressorts von Bund und Ländern haben in der letzten Sitzung der Innenministerkonferenz im Juni beschlossen, den Bevölkerungsschutz nachhaltig und sektorübergreifend zu stärken. Zu den Maßnahmen und Handlungserfordernissen gehören unter anderem, und das ist unstreitig, ein gemeinsames Ressourcenmanagement für den effizienten Schutz der Bevölkerung, eine strukturelle Verbesserung des gemeinsamen Krisenmanagements, eine Präventionskampagne von Bund und Ländern zur Stärkung des Gefahrenbewusstseins und zur Steigerung der Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung und die Weiterentwicklung der bereits bestehenden Sirenenwarnnetze. Dass wir dies gemeinsam ernst nehmen, zeigt auch schon das bisher Erreichte, und auch darauf sollte man abstellen, wenn man diese Einordnung und wenn man diese Bewertung hier vornimmt. In einem ersten Schritt zur Umsetzung dieser Maßnahmen haben Bund und Länder Anfang Juni 2022 das gemeinsame Kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz beim BBK eingerichtet. Ziel des Kompetenzzentrums ist die von Bund und Ländern partnerschaftlich getragene Errichtung und Etablierung einer dauerhaften und strukturiert organisierten Kooperationsplattform für den Bevölkerungsschutz und Unterstützung des ressortübergreifenden Risiko- und Krisenmanagements. Das ist bereits Realität, meine Damen und Herren. Gemeinsame Lagebewertungen, Risikoanalysen und auch ein gemeinsames Ressourcenmanagement soll hier das Krisenmanagement ebenenübergreifend stärken, verbessern und die vor allem einsatzführende Stelle vor Ort entlasten.
Frau Bundesministerin Faeser hat zudem das Programm Neustart im Bevölkerungsschutz initiiert. Hier verfolgen wir 4 Ziele. Erstens, die Bevölkerung besser warnen. Mit Mitteln aus den Haushaltsjahren 2022 und auch in 2023 setzten wir bereits Verbesserungen in der Infrastruktur zur Warnung der Bevölkerung durch den Ausbau der Warn-App NINA sowie die Einführung von Cell Broadcast um. Mit dem Sirenenförderprogramm leisten wir einen wesentlichen Beitrag zum Ausbau kommunaler Sirenennetze. Zweitens, die Bevölkerung besser schützen. Das BBK wird auch im kommenden Haushaltsjahr mehr investieren, um die Fähigkeiten vom Schutz von chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen Gefahren durch die Beschaffung von persönlicher Schutzausstattung, aber auch durch Bevorratung von Sanitätsmitteln zu erhöhen. Drittens, die Bevölkerung auch besser versorgen. Wir arbeiten intensiv daran, die nationalen Reserven vor allem in den Bereichen Unterbringung, Betreuung von Evakuierten, Geflüchteten und Vertriebenen auszubauen. Viertens, und das ist ganz wichtig, die Bevölkerung besser einbinden. Wir entwickeln derzeit Vorschläge für Öffentlichkeitsmaßnahmen, um durch eine stärkere Bürgerbeteiligung die Selbsthilfefähigkeit in der Bevölkerung auch zu erhöhen. Die Menschen in Deutschland müssen wissen, wie sie sich in Notsituationen auch selbst schützen können. Wir wollen auch gemeinsam mit den Ländern die Krisenkommunikation verbessern, um den Menschen in unsicheren Zeiten Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen und ihre Sorgen zu mindern. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir mit der vom Kabinett verabschiedeten Strategie zur Steigerung der Resilienz gegenüber Katastrophen einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zur Stärkung des Bevölkerungsschutzes auch erreichen konnten und bereits erreicht haben. Das Bundesministerium des Innern und für Heimat wird darüber in einen Dialog eintreten mit Vertretungen aus den Ländern und den Kommunen sowie einer Vielzahl von Akteuren aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft, der Wirtschaft auch hier eintreten. Das schafft Sicherheit und das schafft auch das notwendige Bewusstsein in der Bevölkerung und nicht Gefahren an die Wand zu malen. Wir haben in den letzten Jahren massiv in den Bevölkerungsschutz investiert. Ein Beispiel ist das von mir eben angesprochene Sirenenförderprogramm des Bundes für den Ausbau der kommunalen Sirenennetze in Höhe von 88 Millionen Euro. Dieses konnte mit den Mitteln aus dem Konjunkturpaket aufgelegt werden und in den Jahren 2021 und 2022 auch finanziert werden. Ein anderes Beispiel ist die Waldbrandbekämpfung. Der Bund stellt den Ländern die Hubschrauber von Bundeswehr und Bundespolizei für die Waldbrandbekämpfung in Amtshilfe zur Verfügung. Um auch hier einen Ausblick und eine Perspektive zu geben, allein die Bundespolizei wird in den nächsten Jahren bis zu 44 Hubschrauber mit einem Investitionsvolumen von 1,5 Milliarden Euro beschaffen, die auch Löschbehältnisse mit mindestens 3.000 Liter befördern können und wird diese auch in das Kooperationsnetz mit Bund und Ländern einstellen. So schafft man Sicherheit, meine Damen und Herren. Natürlich müssen aber auch die Länder ihrer originären Verantwortung für den Katastrophenschutz in der föderalen Struktur gerecht werden und erheblich in diesen Bereich investieren. Es reicht nicht alleine aus, den Bund aufzufordern, erhebliche Investitionssummen zur Verfügung zu stellen. Hinsichtlich der Länderforderungen musste der Bund einen Haushaltsvorbehalt einlegen. Gleichwohl nehmen wir alle Forderungen der Länder mit dem notwendigen Respekt zur Kenntnis und werden diese auch dementsprechend würdigen. Das heißt nicht, dass der Bund nicht investieren will, ganz im Gegenteil. Das Bundesministerium des Innern und für Heimat wird sich auch in den kommenden Jahren engagiert für zusätzliche Haushaltsmittel im Zuständigkeitsbereich von Zivilschutz und ergänzender Katastrophenhilfe einsetzen. Zum Abschluss, meine Damen und Herren, angesichts der großen Herausforderungen, denen sich Bund und Länder stellen müssen, sollten wir uns nicht in der Verteidigung von Zuständigkeiten oder den Verweis auf Verantwortlichkeiten verlieren. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten von uns, dass wir diesen Schutzauftrag gemeinsam wahrnehmen und unserer Verantwortung gesamtstaatlich und gesamtgesellschaftlich gerecht werden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Erklärung zu Protokoll haben abgegeben Frau Ministerin Karawanski aus Thüringen. Die beteiligten Ausschüsse empfehlen, die Entschließung zu fassen. Wer dieser Empfehlung folgen möchte, den bitte ich um das Handzeichen.